Slowdowns and streams. Och, Lumulaktiv. Wenn man dann spielt. Du hast gebieft. Ich muss tun. Oh, ich bin so flamm gehabt. Ich gucke so nur ich denn, weil heute halt sollte ein Paul World hier rauskommen. Okay. Mit dem Early Access und sind nicht verschiebt ob den 19. Ah, mehr. Was blöd. Ist nicht schlimm, wir sind hier noch dahin, bis es dahin. Da konnte ich noch ein Wait für 5 Leute. Das ist bestimmt gut kommen. Ja, war so ob 17 Leute. Was dann Kim? Der Moment nicht viel los, wird viel gestreamt. Oh. 300 Meter Kill, was das neu. Oha. Dem Skin ja an der Puppe was. Kann es losgehen? Ja. So hat das eine Musik auf Fortnite. Oh cool. You too, a beautiful day. Oh Klassiker. Das hatte ich auch auf Gitter hier. Ja. Oh ja. Natürlich. Und dann. Die Kluft der Tränen musst du Sul warnen. Schon mal Zeit für ein Bad genug. Wei. Wei, wei. Schon echt wei. Das ist doch noch frei. Ja, für das ja. Was für ein Staubgeist bist du? Sei ganz unbesorgt. Ich kenne das Kind. Sosul will dir nichts tun. Genau wie mein bester Käse ist er unter der Rinde ganz weich. Hörst du das, Sasem? So süße Lügen von meinem alten Leder. Minang schickt mich. Hier ist es nicht sicher. Es ist nirgends sicher.
Du könntest morgen in eine Schlucht stürzen oder Sakro zertrampeln dich. köstlich, säuerlich und zischend wie eine Skorpiondiste. Die Himmelsmenschen suchen diesen Ort. Die Sarentu sind zurück? Kin, was hast du mir denn sonst noch verheimlicht? Da gibt's noch was. Die Sakro fliegen nun wie die Ikran. Du wirst nicht glauben, wie wir sie jetzt melken. Ah, trink nur, Sarentu. Hier gibt's nichts für die Himmelsmenschen. Doch, gibt es! Mein Charakter warnt halt zwei Personen, aber was machen die? Oh, man hat doch kein Suisch und trinkt nur ein Glas Mülle. Sasem braucht Hilfe beim Summen, nicht wahr? Ihr wollt dafür sterben? Sosul, wir sollten zuhören. Zuhören? Wie kann ich zuhören, wenn ich das hier hören muss? Das Heulen? Die Flöten. Ihr Summen soll beruhigen. Den Kindern Ewas tiefen Frieden bringen. Nicht so. Trauernd. Verstimmt. Ruhelos. Ich muss sie stimmen. Kann ich das tun? Würdet ihr dann gehen? Gib deine Bürde ab. Dann gehen wir nach Hause und feiern deine Rückkehr. Ich könnte zum Clan zurückkehren. Nach so langer Zeit. Worauf wartest du, Sarentu? Keine Zeit, auf Wind herumzukauen. Willst du überhaupt momentan die Beise schaffen oder der Bonn? Als ich meine Bürde nahm, begab ich mich auf einen langen Weg. Gefahrvoll, aber ich gab nicht auf. Musst du momentan die Bonne schaffen oder die Beise? Ein gutes Zuhause. Sicherheit. Und eine Aufgabe. Die Sakro vergessen nie. Manche kommen immer noch zum Trauern. Unsere Vorfahren schufen diese Flöte. Die Trauer zu lindern. Die Flöten kümmern sich um die Sakro. Und wir kümmern uns um die Flöten. Mit der Zeit lockern sich ihre Seile. Deshalb klingt es wie ein Heulen, wie du sagst. Mit dem Stimmstab kannst du sie wieder straffen. Versuch's mal! Wirklich sehr gut! Ist nicht dein erstes Mal, oder? Ein geheimnisvolles Lied. Wunderschön. Jedes Mal, wenn wir in der Nähe dieser Kluft waren, sind die Musiker hergekommen, um die Windflöten zu stimmen. Nachdem die Arbeit getan war, haben sie in der Klippenhöhle gefeiert. Versunken in ihrem Lied. Die Pflege dieser Flöten wurde von Generation zu Generation weitergeführt. Deshalb wolltest du nicht gehen. Vertrau mir. Ich werde mich um sie kümmern. Behalte die Höhle in Erinnerung, wenn du fertig bist. Genieße die Früchte deiner Arbeit und den Frieden. Yeah, du kannst flitten, heil stimmen. Daylan, ich bin in der Kluft der Tränen. Nähern sich Hardings Wilderer? Ich belausche sie. Sie suchen nach irgendwelchen Knochen. Sind aber weit weg von deiner Position. Okay. Solek hat den Ort erwähnt. Sind dort noch mehr Sakro? Naja, ihre Gräber. Du musst das schon. Eine riesige Gedenkstätte. Der Wind bläst durch diese riesigen Mission aus Hai. Aber sie sind verstimmt. Soll Volleck schützen, am besten evakuieren. Aber die sind so altmodisch, die wollen in ihre Traditionen bleiben und wollen nicht Frucht. Ja, da respektiere ich Tradition. Nächster, die gehen alle matt geholt. Was ist das? Und? Was brauchst du?
versuchst du meine Idee, dass ich wieder im Homeoffice machen kann, wenn das doch noch keinen hat. Ich bin dann im Homeoffice. Ich möchte deine Präsenzpflicht von 8 Uhr 15 bis 17 Uhr. Die Sessua sehen einsam und kalt aus. Die Sakru sorgt für Schutz, Wärme und Zufriedenheit. Ich kann mal im Homeoffice sein. Ich muss bis 17 Uhr. Das ist doch Blödsinn. Natürlich, die schon Homeoffice hatten, die können dann. Die muss nicht Kaji holen. Ah, die müssen. Können. Ah. Weil steht, die Leute, die das Fuch schon Homeoffice hatten, können Kaji holen, wenn sie wollen und das Service zählen. Zum Beispiel die Pedro und dann muss sie kommen, wenn sie nicht schicken. Und die Jean-Pierre. Natürlich, die sind zu dreistig. Boah, das ist ja eine Miese. Das sieht man zwar nicht, wie sie. Hier ist mein Homeoffice. Nee, ich muss bis 5 Uhr schon. Ja, das ist. Oh, das ist nochmal besser so wie. Ja, ich lebe, oder? Was ist der Weg schon? Meinst du, wenn ich am Stau stehe, wie hin? Boah, dann mach ich nur noch. Von 8 Uhr 15 bis 17 Uhr. Ja. Präsenzpflicht, ich schon eine Stunde lang, dann setzen sie drin. Okay, ich hab sie den. Nein, nicht das, mit Mail, nicht so einfach so. Die waren um Telefon noch mehr kosten. Ich dachte, da muss ich hier mal so. Die Nase sind plus am Congé. Nein. Oh, das passt so. Klingt jetzt besser. Ich meine, bestimmt bombardiert von den Leuten. Ich dachte, sie können nur eben bleiben. Du hast auch so schön hören, was ich soll. Dann hast du okay. Dann muss. Nee, dann wäre ich mein Congé. Oh, ja. Sag mal. Ja. Ist Bescheid, ja? Ja. Ja, dann hat jemand mal so einen Schatz geschrieben, aber obwohl es nicht mal kein Turm ist. Das war knapp. Danke für die Gaben. Loset nicht. Was ist da? Loset nicht, muss jetzt schaffen gut. Oh, nee, es bleibt mein Homeoffice. Ah, okay. Dann ist es ja gut eigentlich. Ja. Hey, ich kann das Stück Fleisch nicht abwerfen. Ich habe schon zu viel gesammelt drin. Ich bin immer gespannt, was das mal geht. Oh ja. Boah, vom Verkehr kriegen sie sowieso eine Export mehr. Für die Gaben. Ich renne da doch nicht mal mit. Ja. Aber gerade so, nur nicht. Doch, ich lese ein Rapport in einem RTL, wie viele Leute beigegangen sind. Genug, Papo, genug. Onkel her, anfangs 30, gehe von seinem E-Scooter aufgeraubt. Ja. Ja.
Also du willst ja auch ich meine, ich bin auch nur aus dir, ich geht aus dem Helm. Vielleicht waren die Zelte zu schwer. Ne? Besser. Und ich kann an der Fahne nicht. Sie funktioniert. Sehr schön, wie sie reinnet. Fuck. Sie sind da. Warte, schwach gehe ich noch. Ah, ich gehe geschwächt. Danke für die Gaben. Seswa und Sakru reisen gemeinsam, ohne große Last.
Han, was für ein Wem muss ich schon laufen? Die Musikerhöhle. Wenn ich mich konzentriere, müsste ich das Lied hier hören können. Ja, du musst ja schon im Haus so Chi-Übungen machen. Zeit für ein Bad to do. Dann hören wir mal das Mühe. Ja, und ich noch hier weh, ja. Dann gucken wir mal. So, aber, komm mal los. Da sowieso. Ich denke, und der schon ist mal ein bisschen abstehen. So, mal. Na, bis dann. Alle, ciao. Ciao. Mensch, mein PC macht heute sehr viel Lärm. Singt. Etwas stimmt nicht. Ich bekomme Funksignale von der Höhenprärie auf Hardings Frequenz. Sie verfolgen ein Tier und einen fliegenden Krieger. Bist du das? Nein, das muss Minang sein. Ich gehe. Welches Tier verfolgen Sie? Ich weiß nicht. Schicke dir die Koordinaten. Zwei Skillpunkte. Sehr schön. Damit hätte ich die Fähigkeit dann auch fertig ausgebaut.
oder? Genau, was mache ich dann jetzt als nächstes? Hier fehlen mir noch vier. Das sind natürlich auch die teuersten. Ja, beim Jagen habe ich eigentlich nicht so viel Kochzutaten. Wobei, das wäre jetzt relevant, zumal für später, da ich Effektdauer und Reichweite von Sirenenkapseln werden erhöht. Das ist eigentlich sehr gut. Die zwei hier sind sehr gut. Du kannst Feinde mit gepanzerten Schwachstellen unentdeckt töten. Okay. Ich glaube, ich werde dies hier ausbauen. Na, wir sind eben nun erfahrene und ausgewachsene Wildtiere deutlicher hervor. Okay. Ich glaube, das werde ich jetzt als nächstes ausbauen. So, Hauptquest verfolgen. Ah, da bist du ja. Wo muss ich da hin? In die Richtung. Ja. So ungefähr. Oder? So gut, hä? Oh, da ist noch ein Luftschiff, das nehme ich mir aber. Wie viel von den Ersatzteilen habe ich? Oh, schon fast 200. Oh nein! Minang! Basuk! Wach auf, Basuk! Thank you.
Die Himmelsmenschen verschlingen alles. Versammle deine Leute. Wir reiten in die Schlacht. So, dann gucken wir mal, was ist jetzt die nächste Quest, die hier. Alma, hörst du mich? Hardings Truppen haben einen Sakru getötet. Aber du bist sicher, oder? Darum geht es nicht. Die Seswa wollen Rache. Minang möchte die Hilfe des Widerstands. Sie sind Verbündete. Wir werden dort sein. So, wo müssen wir gehen? Ah, das ist jetzt die Basis. Alle machen sich kampfbereit. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Die Seswa sind starke Verbündete, Daylan. Wir arbeiten zusammen. Wäre das denn nicht ein guter Zeitpunkt, um zu verhandeln? Weil wir so stark sind und so. Was die RDA getan hat, war schlimm. Sogar für die RDA. Klar, das war richtig übel. Aber ich weiß ja nicht. Die Kämpfe werden immer heftiger. Und nun steht das Leben von so vielen auf dem Spiel. Sie möchten das aber tun. Uns helfen, Pandora zu befreien. Ich will nur nicht, dass Leute verletzt werden. Ja. Ja, schon. Solange die RDA hier ihr Unwesen treibt. Wer sich erhebt und Pandora verteidigt, ist Navi. Was ist mit dem Widerstand? Alma! Sie wäre gerne eine von uns. Ich vergesse oft, dass sie es nicht ist. Sie war die einzige Erwachsene, die aussah wie wir. Deine Wurzeln wurden früh in den falschen Boden verpflanzt. Meine wurden im Kampf durchtrennt. Nun wandere ich. Wir sind Suchende. Was hast du gefunden? Ich erzähle es dir irgendwann, aber nicht über dieses Spielzeug. Such immer weiter. Hier und in dir. Da ist noch eine Base, die nehmen wir auch ein. Yeah!
sicher, ob das ein Raumschiff oder eine Base ist. So, Raumschiff, ein Heli. Das ist eine Base. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, wie viel ich von denen schon mittlerweile runtergeschossen habe. Da hinten ist auch eine. Das Ding aber hier rum, da ist es. Die Teile fallen manchmal gar nicht auf in der Luft. Obwohl sie mal gar nicht so klein sind. Was hast du am liebsten, oder Storm? Bereit für einen Kampf? Da sind schon wieder zwei Helis. Die kommen richtig schnell auf mich zu. Achtung! Feinde voraus! Ich bin dumm. Los, Storm! Whoa!
Zentralstation. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die einfach so spawnen. Im Freien sind sie chancenlos. Wir sind in der Überzahl. Unser Blut brennt mit Awas Ruf. Wir locken sie heraus. Was? Sie nahmen seine Stoßzähne. Ihm das große Auge blickend. Kalt, dunkles Wasser. Konnte ich nur darin ertrinken. Harding gibt nie auf. Ein Frontalangriff ist nutzlos. Dann verschwinde, wenn du schon geschlagen bist. Vielleicht kannst du den Aranahe beim Weben helfen. Dies bringen die Na'vi zu Ende. Gib Bescheid, wenn du drin bist. Dann locken wir ihre Krieger raus, um zu kämpfen. Wenn sie draußen sind, machst du das Camp platt und spürst Harding auf. Besser geeignet für enge Räume. Lass sie ihn singen.
Der ist nichts wert. Der Longbogen hat einen Schaden von 55. Mein Sturmgewehr, okay. Speerschleuder 160. Schrotflinte 280. Schwerer Bogen 189. Und dann kommt der mit dem Kurzbogen. Nissim wollte dir nicht wehtun. Hm? Oh, ja, ja. Das war wirklich sehr schlau. Zorle kennt die Taktiken des Widerstands und die der Navi. Er kann für uns sprechen. Ich mache andere Sachen. Ich koordiniere den Rest von uns. So, Essen habe ich nicht wirklich genug. Mensch, ich hab überall Früchte, die zu einer Quest gehören. Die gehören immer was auch zu einer Quest. So, nächstes Ziel ist die Basis, endlich. Wenn ich die durchschreibe, denke ich, bin ich dann gleich stark genug für die 19er zu machen und eventuell die 20er zu machen. Wenn da der Loot gleich ist, so wie bei Kim, dann kriege ich hier richtig viel Loot. Bevor wir jetzt aber uns die Strapazen dieser Base angehen, gehe ich zuerst mal eine rauchen, etwas Nikotin tanken. Also, ich bin gleich wieder da. Ich gucke mir noch schnell was anderes.
So, denn ich bin wieder zurück. Jetzt schaue ich noch mal das hier an. Der ist auch gut, der weg. Also, den hatte ich wohl heute Nachmittag bekommen. Ich bekam einen neuen Follower, den Bärchen Nosure. Dankeschön für dein Follow. Und so geht's jetzt dann weiter. Machen wir jetzt die Base. Auf uns ist er wohl auch nicht gut zu sprechen. Nein, aber sie macht jeden Ort, an dem sie geht, zum Ziel. Die Sessua folgen ihr, während sie versucht, ihren Schwarzmarkt zu schützen. Sie ist gierig und dumm. Das wird teuer für die RDA. Ja, genau. Flugabwehrtürme. Ja, genau. Und Mörser mag es nicht teuer. Einen Kampf? Elan, was kannst du mir über die Basis sagen? Okay, also es ist eine Anlage zur Gasgewinnung und Aufbereitung. Du musst einen Weg zu den Einspritzventilen finden. Schöne Straßenbau. Ja.
Das nenne ich jetzt nicht Schleuse, aber egal. Dieser Ort ist weitläufig. Weißt du, wo die Injektoren sind? Unter der Erde, in den Gasminen. Es sollte da einen Lift oder so geben. Ich weiß nicht, was das war, aber ich habe ein ganzes Magazin reingejagt und es rannte einfach weiter. Mann, hätte ich gerne ein Schild oder sowas. Sehr schön. Okay, bin drin. Kämpfe hart und wir werden siegen. Bisschen Holz, das ist sehr schön. Daylan, was sind die Injektoren? Sie pumpen Flüssigkeit in den Boden, um an das Gas zu kommen. Sie dürfen da nicht rankommen, also musst du zuerst die Pumpe sabotieren, okay? Sei schnell, bevor sie zurückgesetzt werden. Wieso sind sie immer so abfällig? Wir waren alle mal Infanteristen. Was? Redest du etwa mit mir?
töte ich es und das ist zum Abendbrot. Noch ein Wort. Ich bin nur hier, um Navi zu töten. Schritte. Lager in der Nähe. Ort des Schmerzes. Hat irgendwer dieses Ding im Blick? Das klingt toll, aber wir stecken im Kampf. Oh, sorry. Manchmal vergesse ich, dass ich am Funkgerät sitze. Überhaupt nichts gecheckt. Injektoren abgestellt, Delan. Du kannst den Rohrstock
folgen bis zur... Was war das noch? Fluidfertigung, ja. Nennen Sie die Zecke. Die Kit. Alma, ich dringe weiter in die Basis vor. Sei aber vorsichtig. Es sind bestimmt noch welche drin. Was ist da draußen los? Wir haben die RDA überrascht. Sie dachten nicht, dass wir mit den Na'vi zusammenarbeiten. Es sind leider ganz schön viele. Ausgezeichnete Ware, das freut mich. Und ich bin noch immer noch in Stufe 16. Weiter zur Verarbeitung. Hier verarbeiten Sie das natürliche Gas zu Chemikalien zur Herstellung von Entzugsflüssigkeit. Da wird viel Druck in diesen Rohren herrschen. Wie nennt Alma das? Eine Achillesferse? Achillesferse. Eine Schwachstelle. Komm, lass was Gutes drin sein. Nein, ich bin so dumm. Ich bin zweimal dumm. Das ist knapp die Hälfte von dem, was ich jetzt habe. Dran! Geht's dann nicht!
bist du ja! So, wo ist der letzte? Perfekt mit denen. Meine Freunde, Vorfahren und Awa. Wo ist Awa? Oha, 3. Ein bisschen Muni mit. Füllen wir noch die Falle auf. Gift in der Luft. Ich muss aufpassen. Jetzt. Zerstört. Bleibt nur die Produktion, aber die wird sehr gut verteidigt werden.
Ja, nochmal drei. Frische RDI-Ration. Harding hat den falschen Clan erzürnt. Alma, Mercer hat mit Harding gesprochen. Hat sie wegen der Sessua rund gemacht und sie zurückgepfiffen. Glaubst du, wir gewinnen? Wenn du sie dazu bringst, die Einrichtung aufzugeben, bin ich mir sicher. Das ist ja richtig lächerlich. Oh, das Turm stellt sich ganz schön an. Was war das? Ich weiß nicht. Aber es hat Daten ausgeworfen. Priya? Bitte.
Ich bin schon fast dort. Okay. Wenn du die Zecke siehst, bist du da. Ist nicht zu übersehen. Dort sind kleinere Tanks. Du musst die Rohre zerstören und das Ventil schließen, um Druck aufzubauen. Das ohne Frage. Gegen meinen Bogen habt ihr keinen Schmutz. Das Ding ist einfach viel zu stark. Gegner, die jetzt kommen. Erledigt. Jetzt das Ventil, oder? Exakt. Mal Feuer binden. Easy. Gibt's Loot? Nochmal Loot. Okay, hier gibt's sonst nichts. Ich guck oben. Hier sieht es sehr sauber aus. Oh yeah. Ventil ist zu. Jetzt zum zweiten. Erst Rohre, dann Ventil. Aber pass auf das Gas auf. Jetzt löst es doch endlich.
dann das Ventil. Ganz schön viel Gas. Oh, der Kontrollraum. Ja, dort kannst du das Gas ablassen. Lauf! Okay, hier muss ich Gas geben. Mist. Feuer! Mach den Spitzer! Kontakt hier! Gas wird abgelassen. Das heißt, dass die Notfalldruckventile offen sind. Wenn du sie zerstörst, war's das für die Zecke. Wird eine große Explosion geben, also sei vorsichtig. Thank you.
raus hier. Maschine zerstört. Ewa wird sich erholen. Selbst davon. Noch ein Dörfchen. Er dehnt sich nicht und wundert sich über seine Schmerzen. So, dann gehen wir uns noch den Baum holen. Ah, da bist du ja.
Die Ebenen haben ihre Muster. Achte darauf, wenn sie sich verändern. Oha, das sind drei Sachen. Woo!
Geil. 3 Fähigkeitspunkte dazu. Da kann ich wenigstens... Okay. Bin ich denn jetzt 16? Nur immer nicht. Ein guter Tag für den Widerstand. Und ein ganz düsterer für die RDA. Und Harding hat wohl heute auch keine Trophäe ergattert. Los, gehen wir zu den anderen. Muss sich gut anfühlen, wieder zu kämpfen. Wählweise. Gib Acht. Aus dieser Welt zu Ewa. Lebendig in ihr. Niemals vergessen. Erinnerungen. Verknüpft wie Lieder. Die Seswa müssen alle Kinder Ewas beschützen. Das herzlose Schlachten wird ein Ende haben. Ich hoffe, wir können unsere Speere bald senken und Sanke am Feuer trinken. Ja, wenn das Dröhnen ihrer Maschinen nicht mehr am Himmel hallt. Ihr müsst nicht allein kämpfen. Trag die Flamme unseres Siegs in dir, Zamsiu. Möge sie in vielen Herzen Feuer entfachen. Endlich. Stufe 16. Schlief euch mal die ganze Scheiße hier ab. Fühle ich mich wie ein Kind. Willkommen in meiner Welt. Jedenfalls wollte ich nur sicher gehen, dass du zur Party kommst. Von denen hatten wir nur sehr wenige. Das glaube ich. Ihr wisst nicht mal eure Geburtstage.
So. Sorry, voll unhöflich. Oh, Mann. Schon gut. Ich habe das Gefühl, wir wurden wiedergeboren, als wir entkommen sind. Echt schön, dass du das so siehst. Na dann, wir sehen uns auf der Party. Oh, drei. Habe ich jetzt nochmal drei. Sehr schön. Damit kann ich dann den hier. Ah nein, ich muss den zuerst. Genau. Willkommen zurück! Hier sind gerade alle schwer am Vorbereiten für die Party. Kann ich irgendwas tun? Mal sehen. Taylor braucht Hilfe bei der Beleuchtung. Wie wär's? Dann sollte alles fertig sein. Entspann dich und hab Spaß. Rede mit Freunden. Weißt du, dass Jin Navi-Gerichte für uns gekocht hat? So, meine lieben Leute, ich gehe jetzt mal noch eine rauchen.
So, mal schon. Ich habe Partylichter installiert. Muss sie noch testen, aber das wird schon. Du bist hier ziemlich tüchtig. Die Party wird sicher was ganz Besonderes. Denkst du das wirklich? Es ist nur, an Kram herumzubasteln ist leichter als an Leuten. Die sind kompliziert. Wir sollten die Lichter testen. Geh du zum Schalter. Ich bleibe hier. Falls meine Kabel Feuer fangen. Für deine Hilfe mit der Beleuchtung. Danke, dass du der Ver- Hey, Billy, stimmt's? Du bist also doch zur Party gekommen. Ja, und ich bereue es auch schon. Danny sieht ständig zu mir rüber. Und ich weiß, dass es nicht an meinem tollen Aussehen liegt. Vielleicht, weil du eine Waffe hast? Auf einer Party? Ihr Hippies könnt auf euren Tambourinen trommeln und feiern, als hätten wir die RDA schon besiegt. Aber Mercer lässt euch nicht entwischen. Vielleicht stimmt das. Aber wir alle haben etwas Entspannung verdient. Und Spaß. Nur zu. Habt Spaß, während die RDA ihre Knarren ölt. Harding war fies zu ihren Leuten, aber Soldaten waren ihr etwas wert. Für Mercer sind alle entbehrlich. Er nimmt sich, was er will, ohne Rücksicht. Deshalb bin ich da raus. Aber vielleicht bin ich vom Regen in der Traufe gelandet. Ich bin nur wegen der Snacks hier. Diese Hippies kochen besseres Zeug als der RDA-Fraß, den ich gewohnt bin. Immerhin. Hey, wie geht's? Für heute Abend? Kein Fachsimpeln. Ich glaube, Mercer plant etwas. Wir sind da auf... Nein, das ist eine Party. Okay, ich habe eine Frage für dich. Ich tue mein Bestes. Ich bin der Scherzkeks, oder? Priya kümmert sich nur um die Zahlen. Ich bin auch witzig. Nur eben stillwitzig. Was ist denn stillwitzig? Das hast du doch erfunden, Pri. Ihr seid beide witzig. Nur weil ich finde, es wäre nervig, wenn sie klug, wunderschön und witzig wäre. Das ist wohl wahr. Stopp. Klug und wunderschön nehme ich. Jetzt hol mir was von dem Kuchen. Da war doch Kuchen. Wie hört sich das nächste an? Amüsiert ihr euch gut? Ich will Salt Lake dazu bringen, mir seinen besten Messertrick zu zeigen. Er schwört, dass er keine kennt. Ich glaube ihm aber nicht. Keine Tricks. Ein Messer ist doch kein Spielzeug. Jeder, der so viele Waffen hat, muss ein paar Tricks kennen. Habe ich nicht recht? Wenn du so viel trainieren würdest, wie du schmolzt, wärst du ein fähiger Krieger. Mit ein paar Tricks. Zeig ihm, was du kannst, Nor. Also gut, Salt Lake. Ich bin bereit, dein Schüler zu sein. Wie du willst. Aber zuerst muss ich ergründen, was Harding den Clans geraubt hat. Ich komm mit. Das will ich auch sehen. Gut.
Und danach können wir ein bisschen trainieren. Viel Spaß! Du brauchst was Neues. Ein guter Look ist nie falsch. Du hast einfach zu viel von allem gegessen, Rinella. Für Raubtier. Nicht in Partystimmung? Ich würde lieber mein neues Sakrogan von den Sessua ausprobieren. Sakrogan? Cool. Was möchtest du denn damit stricken? Ist ziemlich grob. Ich muss mir also was einfallen lassen. Jin Yang könnte passende Nadeln für dich machen. Großartige Idee. Ich werde ihn mal fragen. Danke. Ah, da bist du ja. Hungrig? Gut, wir haben nämlich was Besonderes zum Kosten. Du musst das probieren. Ich habe es noch nie geröstet gesehen, aber die Pyrolyse des Zuckers verleiht dem Geschmack eine ganz neue Tiefe. Wie Röstzwiebeln. Ich meine, Kochen ist schließlich auch nur Chemie, nicht wahr? Ja, okay, ja, danke, Alex. Spar dir die Lektion, du verdirbst die Überraschung. Diese wundervollen Aromen müssen erlebt werden. Wir haben echte Navi-Gerichte gekocht. Lecker, nicht wahr? Leider sind sie für Menschen giftig, aber sie schmecken sicherlich toll. Du hast ein... Mir ist komisch. Dann keine Sorge. Der Schwindel lässt irgendwann nach. Oha, fast auf 60%. Coole Rüstung. Hast du die gemacht? Oh, coole Ausrüstung. Die Moral ist wieder hoch, seit die Kinder davon. Hier, sieh dich gerne um. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. So süß. Das war ein harter Kampf. Ich musste mich ein bisschen zurückhalten, um mich um Arme zu kümmern. Dann wollen wir mal ein bisschen Spaß haben. Mmh. Oh, das hier ist wirklich ziemlich gut. Nicht zu scharf? Jetzt, wo du es erwähnst, da ist... Oh, oh, das ist scharf! Nimm nicht einen so großen... Zu spät! Oh. Brauchst du etwas Wasser? Nein! Oh! Schon gut. Aber wieso knistert es in meinem Mund? Keine Sorge, das ist völlig normal. Oh, hallo. Das war heftig. Ich wollte dich warnen. Versuch es nächstes Mal deutlicher. Ich wollte den Schmerz teilen. Wow, danke. Ich weiß, Jin Yangs Team hat sich angestrengt, aber unsere Rationen waren leider besser. Weiß nicht. Ich mochte den Nervenkitzel jedes Gerichts. Du bist wirklich diplomatisch. Entschuldige, ich...
Fahrt stören, aber ich muss mit dir reden. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich bin auf der Beobachtungsplattform. Gut, schon unterwegs. Mal sehen, was... Diese Licht... Fängst du gar nicht an zu tanzen? Es ist so lang her, ich weiß nicht mehr wie. Oh, Emily würde es hier lieben. Sie fehlt dir bestimmt. Ich wünschte, sie wäre hier. Aber das ist kein gutes Leben für Kids. Ich will nur ihr Haar riechen. Sie halten. Ich bin schon eine Spaßbremse. Ich weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt, von meiner Mutter gehalten zu werden. Dieses Gefühl wird mir für immer fehlen. Vielleicht können wir ja füreinander da sein. Das klingt schön. Wenn Hajir mich nicht auf der Krankenstation braucht, könnten wir gemeinsam forschen. Für Emilys Zukunft auf der Erde Hoffnung schaffen. Gerne. Frag mich einfach. Diese Beleuchtung sagt, feiern wir! Hast du dich vom Kochwettbewerb erholt? Beinahe. Ich warte darauf, dass du diesen Menschen zeigst, wie man richtig tanzt. Ich bin nicht wirklich ein Party-Fan. Und wie tanzen, wie? Das weiß ich nicht mal. Die Sessua zeigen es uns bestimmt. Das wäre schön. Es ist fantastisch, die Clans zu treffen. Ich wünschte, wir könnten auch unsere Leute wiedersehen. Hast du dich mit Awa verbunden? Ja. Unsere Sarentuan müssen auch dort sein. Irgendwo. Aber sie entziehen sich mir. Es braucht Übung. Wir müssen noch viel lernen. Geduld, Ritnella. Ja, du hast sicher recht. Schön sein, endlich wieder durch Pandora zu reisen. Hey, gefällt dir die Party? Ich glaube, in der Küche ist noch Navi-Essen. Lust auf einen Nachschlag? Nein, danke. Ihr zwei wirkt etwas angespannt. Es ist nichts. Dani macht sich Sorgen wegen Billy. Ich will nicht, dass bei der Party jemand erschossen wird, weißt du? Er gewöhnt sich noch an sein Leben nach der RDA. Du weißt doch noch, wie das war. Hier läuft alles anders. Weniger Krafttraining. Und jetzt bringt er sogar seine Waffe mit? Ich kenne Typen wie Billy. Aufmüpfige Kleinstadtrüpel. Unbedacht, launenhaft, unberechenbar. So verliert man gute Leute. Immerhin versucht Billy, sich einzugliedern, oder? Na schön. Aber ich werde ihn dafür verwarnen. Morgen. Oh, hallo. Wie schön dich wieder... Wer hat die Lichter abgeschaltet? Es stört keinen, wenn du sie wieder anmachst. Ich glaube, ich verstehe die Sessua. Sie lieben die Höhenprärie, wissen aber auch, dass es nicht ihr Land ist. Nachdem die Raffinerie weg ist, sollten wir unseren Vorteil nutzen. In der Höhenprärie gibt es nicht viele Bäume. Unser Kampf hat auch ein paar vernichtet. Nette Rüstung. Ich bleibe, solange es Sinn macht. Auf so einer großen Party war ich noch nie. Das
schief. Hä? Hey. Du bist die Person mit der schwarzen Sohle? Kommen wir noch nicht raus? Wie, wenn ich einfach nur mit ihnen zusammen... Sieh dich an, wie erwachsen du wirkst. Wir alle sind verändert. Ich bin sehr stolz auf uns. Uns? Schaut. Von den Sarentu. Aus einer Kiste, voll mit Dingen, die Harding von uns gestohlen hat. Wir haben es zurück. Nur das zählt. Wir? Es gibt kein Wir. Doch wir wollen dasselbe. Und du entscheidest darüber, was wir wollen, was wir brauchen. Ich wollte immer nur das Beste für euch. Euch beschützen. Wir brauchten keinen Schutz in unserem Clan. Wo bist du gewesen, als ich eine Waffe halten musste und Harding mir die Finger dabei brach? Oder als Mercer Daylan schlug, weil er ins Bett machte? Die Heilung dauerte Wochen. Er hasste so etwas. Und als sie Ahari wegbrachten, ich... Sie war einfach fort. Ahari. Du hast nichts getan, um Mercer aufzuhalten. Was er uns antat, ist deine Schuld. Nicht jetzt. Priya? Wiederhole! Er muss hinter Gitter. Das war mir irgendwo klar, dass sowas passiert. Hierher gekommen. Flamme der Prärie. Diese Perle von Minyang feiert den ersten gemeinsamen Sieg von Sichua und Widerstand, damit die Flamme niemals erlischt. Andenken. Eine Perle von Noch. Ein Danke für die Annäherung an seine Navi-Wurzeln und eine Erinnerung an all die Opfer der RDA-Bombardierung des Hauptquartiers des Widerstands. Ich habe wieder Tonnen an Würfel bekommen. Das freut mich. Billy?
Billy Nash? Bist du das? Aber wie? Ich kann dich übrigens nicht hören. Also kein emotionales Wiedersehen gerade, okay? Bleib dran. Okay, ich hol dich hier raus. Die Zellentür sollte sich gleich öffnen. Gut, dann raus. Komm zu mir, ich bin im Sicherheitsraum. Mach schnell! Billy, bist du das? Wo sind die anderen? War Chaos. Hat niemanden gesehen. Mercer und Harding fanden uns in den Trümmern. Aber wie machst du das alles, obwohl Mercer uns erwischt hat? Gewusst wie? Hab sie überzeugt, dass ich zur Siegerseite gehören möchte. Und jetzt rette ich erstmal dich. Außerdem habe ich früher mal hier gearbeitet. Wie auch immer, geh weiter. Halt dich bedeckt und triff mich im Sicherheitsraum. Man sollte doch meinen, dass ein exotischer Mond aufregender wäre. Kurze Frage noch vorher. Wie hast du Mercer und Harding überzeugt, dass du auf ihrer Seite bist? Bevor du was sagst, es musste sein. Es ging um Leben oder Tod. Außerdem habe ich dich da rausgeholt, oder? Ich soll dir jetzt also vertrauen? Naja, vertrau mir. Ich kenne mich hier aus und kann uns rausbringen. Du kannst es aber auch gern allein versuchen. Ich weiß nicht, deine Superkräfte nutzen und es allein mit einem Hangar voller RDA aufnehmen. Bleibt mir wohl keine Wahl. Also, wie kommen wir raus? Pass auf, heute ist Billy Weiß alles Tag. Also tu, was ich sage, und wir kommen hier raus. Da sind überall MPAs. Ja, du bist groß und blau, aber versuch unbemerkt zu bleiben. Nun, hau schon ab! Die Nase läuft, töte ich es. Und das ist zum Abendbrot. Lass mich nur diese Tür für dich hacken. Das sollte es sein. Ich mach das jetzt zum letzten Mal. Direkt unter mir!
Ich habe gehört, die Navi stehen auf Menschenfleisch. Hey, üble Nachrichten. Ich habe Funkverkehr abgefangen, nachdem man hier den Widerstandssensor lokalisiert hat. Können wir sie warnen? Keine Zeit. Dieser ganze Ort ist ein Hangar mit Schiffen, die darauf vorbereitet sind, jederzeit alles vom Himmel zu schießen. Wir müssen es ausschalten. Da bin ich bei dir. Was machen wir? Sehe nach. Die Kühlsysteme vielleicht? Oh, ja, ich bin ein Genie. Erklärst du es mir? Ohne die Kühlsysteme geht es hier sofort den Bach runter. Und bei der Menge an Treibstoff fliegt hier alles in die Luft. Das Lüftungssystem ist ausgeschildert. Sollte leicht zu finden sein. Das war knapp. Ich werde es finden. Augen auf! Wo ist es nur hin? Bestätigt! Wir dürfen es nicht entkommen lassen! Die auch irgendwann auf, nach mir zu suchen. Gleich finde ich dein Versteck. Da ist das mit dir. Okay, super. Es wäre viel einfacher.
Mist. Ich wusste gar nicht, wo ich hinlaufen sollte. Okay, super. Es wäre viel einfacher mit meiner Ausrüstung. Bin dran. Zwei Flinny an mir. Folge den Schildern zum Belüftungsraum. Ich hab die Tür entriegelt. Das Licht sollte blinken. Euer Tag ist scheiße. Ich will nichts mehr hören. Verstanden? Ein kleiner Riss in dieser Maske. Denn hier raus? Verschlossen. Bin dran. Sekunde. Billy? Bin ich hier richtig? Ich sehe dich. Ich dachte, ich könnte den Ventilator abschalten. Perfekt, um sich rauszuschleichen. Du wirst ihn direkt hacken müssen. Das Gute ist, ich habe deine Ausrüstung gefunden. Gute Nachrichten. Ich guck gerade. Ja, du musst in den Luftschacht über dir. Und diese Zwischendecke bringt dich direkt über deine Sachen. Nicht zu danken. Da komme ich nicht ran. Sekunde, ich hab dich.
Versuch's jetzt! Ich hab's schon wieder geschafft! Oh yeah! Führst du gerade einen Siegestanz auf? Verdammt richtig! Hab es! Schön! Jetzt geh zurück zum Belüftungsraum und hacke dieses verfluchte Mistding. Ein 47er Bogen. Sehr schön. Du mich verraten hast, um dich zu retten? Ja, genau. Das. Tut mir leid. Das war echt beschissen. Das wollte ich nur sagen. Entschuldigung, akzeptiert. Rennst panisch herum. Eine Ratte im Labyrinth. Aber das ist das Ende. Du kannst nirgendwo mehr hin. Du gehst hier zugrunde, Blauer. Ich hoffe, das war es wert. Denn das Tageslicht siehst du nie wieder. Schießen und töten. Oh, Mist. Sag mir was Gutes, Billy. Das Tor ist extrem gut gesichert. Das wird ein Weilchen dauern. Versuch einfach, nicht zu sterben, während ich es öffne. Ich hätte mir keinen besseren Angriff gegeben.
konnte mal schon besser zielen. Das war knapp. Lauf weiter, so schnell du kannst. Hier gibt's gleich ein schönes Feuerwerk. Wo treffen wir uns? Ich befürchte, das war's für Billy Kid. Aber was meinst du denn damit? Ich muss die letzte Phase des Kühlsystems manuell überbrücken. Danach bleibt nicht viel Zeit. Ich hol dich raus. Warte damit, bis ich da bin. Wenn wir warten, sterben alle, die wir kennen. Wenn ich den Knopf drücke, hast du 20 Sekunden, um zu verschwinden. Ich weiß, du willst heldenhaft sein, aber jetzt bin ich dran. Gib Acht. Billy! Billy! Mist, die suchen nach mir. So viele überall. Scheißegal, springen die alle um. Nächstes Mal! Bleib wachsam!
Tschüss. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen muss. Finde Feo und Fuori. Seid ihr? Sind alle sicher? Wir sind in einem neuen Versteck. Ein altes Lager von uns. Schicke dir die Koordinaten. Aber, ja, wir leben. Aber sind wir sicher? Ich bin ein Wrack. Was ist mit dir? Lange Geschichte. Aber ich habe Billy verloren. Oh nein, armer Billy. Ich hab's rausgeschafft, dank ihm. Er hat sich für mich geopfert. Wir müssen uns auf die Überlebenden konzentrieren. Sie beschützen. Okay, gut. Allerdings mache ich mir Sorgen um Taylor. Er ist nicht aufgetaucht. Ist er nicht mit dir zum Samson? Nein, ich habe ihn in dem Wald ansehen. Oh nein. Glaubst du, er hat sich verirrt? Oder schlimmer? Oh, es könnte schlimmer sein. Es war viel los. Ich funke ihn an. Er hat wahrscheinlich Angst gekriegt. Haben wir alle. Daylan, ich bin's. Daylan, bist du da? Bist du verletzt?
Dann sprich mit mir. Wo bist du? Ich kann kommen und dich zum Widerstand zurückbringen. Nein, nicht dorthin. Okay. Wo willst du hingehen? Das ist egal. Alles ist jetzt egal. Alle machen sich Sorgen um dich, Daylan. Ich mache mir Sorgen. Sie werden wütend sein. Du wirst mich auch hassen. Ich war das. Gib dir nicht die Schuld. Aber es ist meine Schuld. Er sagte, niemand würde sterben. Wer? Wir haben über Funk geredet. Er sagte, wir könnten wieder zusammen sein. Also habe ich ihm gesagt, wo wir sind. Warte. Mercer? Du hast es Mercer gesagt? Er musste wissen, wo wir sind, damit er die Soldaten fernhalten kann. Lass mich dich holen. Nein, ich gehöre nicht mehr dorthin. Ich habe jetzt niemanden. Daylan? Daylan! Ja, mir geht's gut. Bin unterwegs zu dir. Wie geht's dir? Es geht so. Aber hast du Daylan gesehen? Natürlich nicht. Hab gerade mit ihm gesprochen. Wirklich? Ist er verletzt? Nein, aber er hat mir was erzählt. Daylan war die ganze Zeit mit Mercer in Kontakt, hat die Feier erwähnt. Und für Mercer war das die perfekte Gelegenheit. Britnella? Es ist nur so viel Tod und Schmerz. Wieso hat Daylan das getan? Er dachte, Mercer würde uns beschützen. Mercer hat Daylan schon immer manipuliert. Wir sind keine Kinder mehr. Aber er hat sich unter Mercers Regime seltsam wohlgefühlt. Seine Art, die Gewalt zu überleben. Die neue Freiheit. Der Widerstand. Das war für uns alle schwer. Ich hätte wissen müssen, dass es Daylan härter trifft. Dich trifft keine Schuld, Ritenella. Ich hätte es kommen sehen müssen. Wir alle waren blind. Wenn ich nur mit ihm geredet hätte. Und was gesagt hättest? Hör nicht auf Mercer? Hätte nicht geklappt. Wir müssen ihn finden. Ich glaube, wir sollten ihm Raum geben. Er kommt zurück, wenn er bereit ist. Vielleicht hast du recht. Wir können reden, wenn du hier bist. Bessere Schrotflinte. Kommt noch immer nicht an meine.
muss hier 10 Kilometer laufen. Ich mach zwar noch. Ich gehe zur Basis, kaufe mir den Schrott ein und danach höre ich aber für heute auf. Da bist du ja. Priya hat mir von deiner Flucht erzählt. Deine Na'vi-Instinkte waren hilfreich. Es tut gut, dich zu sehen, Sotlek. Ich lebe noch. Dank Billy. Er ließ sein Leben für mich. Uns. Der Idiot ließ mich ihn nicht retten. Er ist nun bei seinen Ahnen. Bestimmt. Aber ich wünschte, es wäre anders. Ja, aber ich bin froh, dass du da bist. Unverletzt, hoffe ich. Der verhangene Wald ist tückisch. Der Nebel hier kann tödlich sein. Kommt wohl von der RDA. Die vergiften alles. Auch hier. Hoffentlich sind wir hier sicher. Für eine Weile. Ich ruhe nicht, bis die Himmelsmenschen für ihre Taten bezahlen. Wir haben so viele verloren. Hoffentlich werden es nicht mehr. Mache mir Sorgen um Nor. Er war unruhig vor der Explosion. Beschuldigte Alma. Hat er was zu dir gesagt? Nein. Aber ich sehe die Dunkelheit in seinen Augen. Sein Groll frisst ihn auf und alles, was noch Na'vi an ihm ist. Er ist an einem schlechten Ort. Kannst du mit ihm reden? Ehrlich gesagt, will ich nicht, dass es mir auch so geht. So schön, dich zu sehen. Du lebst noch. Ja. Wie geht es dir? Ganz ehrlich, nicht gut. Kaum noch Verpflegung. Und es macht mich nervös, mitten im Kamet-Ire-Gebiet zu sein. Warum? Sind sie gefährlich? Sotlek sagt, sie mögen keine Fremden. Und laut Arma kann man ihnen nicht trauen. Und warum? Ich hätte fragen sollen, aber ich denke jetzt erst daran. Vielleicht nur ein Gerücht. Oder sie mögen keine Menschen. Vielleicht. Hast du über Daylan nachgedacht? Ja. Geben wir ihm etwas Zeit, aber Nor muss es nicht wissen. Er ist schon aufgekratzt und das würde es noch schlimmer machen. Ist Lügen denn nicht noch schlimmer? Nur für jetzt, bis wir es unter Kontrolle haben. Okay, ich sehe nach Nor. Mehr Ausrüstung?
So, die Pumpe ist unschlagbar. Die ich habe die. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Oh, du bist in Sicherheit. Aber wir müssen reden. Hey. Alma, ist sie... Sie ist stabil. Mehr können wir gerade nicht tun. Sie hatte große Schmerzen. Wir haben sie sediert. Wird sie es schaffen? Sie muss... Aber ich bin keine Expertin für Navi-Physiologie. Hajir wüsste, was zu tun ist. Ich kann nach ihm suchen. Hajir ist tot. Oh nein. Hajir auch? Das tut mir leid. Wie ist das passiert? So viele Opfer. Kann ich denn irgendetwas tun? Ich weiß nicht. Es ist komplex. Diese Lungenverbrennungen sind schwer zu behandeln. Unsere Medikamente helfen kaum. Alle leiden. Und ich kann nicht helfen. Soll ich nachsehen? Vielleicht finde ich etwas Nützliches. Ja, vielleicht. Ich glaube, Nor hat geholfen. Er schleicht irgendwo da hinten rum. Ich muss mich um Alma kümmern. Sorry. Hajir, er ist tot. Es tut mir leid. Ich will ihn nicht dort lassen. Er soll bei uns sein. Ja. Das wollen wir alle. Ich wollte ihm von der Flechte erzählen, aber er wollte in seine Koje. Morgen bei einem Tee, sagte er. Und dann war er fort. Ich werde ihn vermissen. Auch wenn ich seinen Tee nicht mochte. Du hast nicht den richtigen Tee probiert, hätte er gesagt. Ich will mich nicht einmischen, aber ich mache mir Sorgen, dass Rinella sich übernimmt. Sprichst du mit ihr? Brauchst du irgendwas? Ich habe hier gerade gut zu tun. Woran arbeitest du? Das wird eine Gedenkstätte. Für die, die wir verloren haben. Ich muss mich ablenken. Irgendetwas tun, erschaffen. In meiner Traurigkeit. Eine schöne Idee. Kann ich helfen? Es gibt gutes Holz in dieser Region. Solek fand es. Daraus mache ich Regale für Fotos und Andenken. Solek meinte, es gibt einen Nektar, mit dem man kleine Laternen machen kann. Kannst du mir den Nektar bringen? Natürlich. Solek hat den verhangenen Wald bereits erkundet. Ja, er meinte, man findet ihn in Ameisennestern. Hoffentlich findest du welchen. Ich muss jetzt weitermachen. Auf die Medikamente. Hast du Nalin dazu befragt? Wir haben auch... Hier, sieh dich gerne. Pass gut auf dich auf. Was kann ich für dich tun? Das wollte ich dich fragen. Ich weiß, du wirst nicht fragen. Also biete ich dir meine Hilfe an. Rinella. Oh. Jede Hilfe ist willkommen. Priya hat Probleme in der Kommandozentrale. Ihr fehlen viele Teile. Ein weiteres Paar Hände kann bestimmt nicht schaden. Dann geht es schneller. Du brauchst was Neues. Ja, geht definitiv gut. Er hat genug definitiv geholt. Ein guter Look ist...
nie falsch. Was darf es heute sein? Ein guter Look ist nie falsch. Zurück mit ein paar guten Ideen, wie man den Holotisch stabilisiert? Das Ding hasst mich. Mit Holotischen kenne ich mich leider nicht aus. Da sind wir schon zwei. Sorry, dass ich gereizt bin. Alles ein bisschen viel gerade. Ich weiß. Wo liegt das Problem? Was kann ich tun? Ich denke, ich habe ihn jetzt richtig kalibriert. Könntest du bitte den Stromkreis da drüben wiederherstellen? Ich überwache das Ganze von hier aus. Geschafft. Oh, gut. Oh nein, nein. Das ist nicht gut. Das ist sogar übel. Es gab wohl einen Stromstoß durch die Überlast. Was soll ich tun? Okay, schnell. Hack die zwei Hilfsrelais, damit ich dann den Strom direkt umleiten kann. Nimm Set für das Erste. Jetzt. Erledigt. Aber damit habe ich es wohl schlimmer gemacht. Nein, nein, nein. Haben wir den Holotisch zerstört? Ich schiebe Panik. Wir könnten uns in den zweiten hacken. Oder geht dann einfach alles hoch? Mach einfach und bete. Gerettet, denke ich. Ich brauche immer noch Baumharz. Hey, wir haben unzählbar viele Verletzte. Du hast es geschafft. Der Holotisch, er funktioniert. Super. Eine Sache abgehakt. Oh nein. Ist was kaputt? Ja, der Stromstoß hat... Ja, er hat die Kommunikation lahmgelegt. Glaube ich zumindest. Ich schau mir das an. Mehr Ausrüstung?
So, dann... Dann haben wir hier wieder Tonnen Quest. Denk daran, zielen. So, das wird dann spaßig. Wir haben dann dieses ganze Teil hier zu entdecken. Ich denke, sobald ich mein Ikran wieder hier benutzen kann, werde ich sofort dran gehen, hier den Rand fertig zu machen. Und dann alles aufzudecken. Aber das ist Job für morgen. Niemals auf dich selbst. Für heute reicht es. Wir kamen gut voran. Wir sind jetzt Stufe 18. Passt schon Stufe 18,5. Gleich sind wir auch stark genug für die Base. Für die 20er Base. Wir werden definitiv morgen schauen, was alles noch drin ist zu machen und dass wir sofort mit der Entdeckung der Welt weitergehen. Aber wir kommen ziemlich gut voran. Ich bin sehr zufrieden. Wenn die Map mal komplett aufgedeckt ist, haben wir definitiv eine bessere Übersicht. Da wünsche ich euch allen eine schöne Nacht und wir werden uns dann in ein paar Stunden wiederhören. Tschüss.